ist richtig Spaß. Ja, ich darf Sie erstmal ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir hier im schönen Breitenbach heute bei Ihnen sein können. 33 Grad zeigte das Thermometer am späten Nachmittag während des HZ-Jubiläumsrate und Aktionsspiels in Breitenbach am Herzberg. Und wer konnte, suchte sich einen Platz im Schatten. Nach der Vorstellung der Teams stellte Stefan Kuno vom Wortreich Bad Hersfeld die 10 Fragen und dabei ging es heftig zur Sache. Bei gleichzeitigem Buzzer entschied auch schon mal Schnick, Schnack, Schnuck über Sein oder Nichtsein. Am Ende führte die HZ mit 6-4 Punkten. Das war Anlass für die Radler, sich trotz der gefühlten Saunatemperaturen ganz besonders ins Zeug zu legen. Sie gaben alles und, es sei hier schon vorweggenommen, knackten erstmals in der Spielserie die 8-Kilometer-Marke. Auch im Zuschauerranking dürfte die Breitenbacher, bezogen auf die Einwohnerzahl mit 186 Besuchern, erst einmal auf Platz 1 liegen. Zum Star der Veranstaltung avancierte Bürgermeister Volker Jaritz. Er durfte als Jürgen Drews zu der Melodie Ein Bett im Kornfeld den HZ-Song intonieren. Dazu holte er sich seine ehemalige Bandsängerin Kerstin Sobinger an seine Seite und übernahm die Regie. DJ, fahr ab! Früher Morgen und noch nicht richtig wach, such ich zum Kasten und sie liegt schon im Fach. Meine Zeitung, die bringt sich ganz keine leeren Phrasen. Eine Tasse Kaffee und das Schmückern geht los und ich frag mich, ja, wie geht das bloß, dass sie stets schreiben, was wir sonst noch für den Straßen und alle. Dass am Ende 300 Euro für Kindergarten und Schule erspielt worden waren, wurde dabei fast zur Nebensache. Garantiert nicht so ein Stückchen heim.